Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Der 17. Februar 2023 ist heute. Andreas, the weekend comes closer, würde Herr Schwab sagen. Ja, für uns ist es immer der schönste Augenblick, wenn wir am Freitag den letzten Podcast der Woche gemacht haben und wir wissen, wir haben jetzt den ganzen Freitagnachmittag. Es ist ja nichts, dass wir dann nichts zu tun hätten, aber es ist dann so dieser Druck raus und dann haben wir den ganzen Samstag noch vor uns, wenn wir Freitagabend zusammensitzen und den Sonntag noch, wobei ab Sonntagmittag kommt schon wieder eine Nervosität auf, weil man weiß, Montag geht es wieder los. Kurz zum Wetter. Wir haben heute um die 0 Grad, oszilliert das Thermometer rundherum momentan. Wir haben einen silberglänzenden, changierenden See vom Allerfeinsten. Der Himmel ist leicht bedeckt, könnte noch ein bisschen Schnee geben. Schnee liegt immer noch rundherum, also ein Wintertag. Und du hast dein Wochenende, ich darf es an der Stelle einfach verraten, mit Cindy geplant. Ja, Cindy und ich wollte es dir eigentlich vorenthalten, aber Cindy ist halt in mein Leben gekommen. Cindy ist ein Hühnchen. Hühnchen, und das wird momentan gemobbt von anderen Hühnern. Und jetzt ist es quasi in Quarantäne. Und da muss ich mich natürlich dann drum kümmern, weil ich bin irgendwie da doch sehr, ja, sehr eigenartig. Nein, dann sitze ich dann im Gewächshaus und lasse das Tier dann da draußen rumlaufen. Und dann freue ich mich. Ja, eben nicht da draußen, sondern drin im Gewächshaus. Es ist ja ein ganzjähriges Gewächshaus. Das ist geheizt und ja, da stolziert jetzt das weiße Huhn mit den immer noch leider blutigen Beinchen durch das Grünzeug und zum Glück habe ich noch nichts eingesät, aber es ist wirklich ein ganz besonderes Hühnchen. Ja, also als ich heute Morgen mich so ein bisschen in die Nachrichtenlage eingelesen habe, dann habe ich das genau in dem Gewächshaus gemacht. Da steht ein Tisch und ein Stuhl, da sitze ich dann quasi an dem Glastisch und das Huhn läuft inzwischen meinen Beinen rum in den Gewächsen und so verbringen wir dann eben halt eine Stunde unserer Zeit. Ja, also Cindy ist jetzt separiert und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht stelle ich mal jetzt zum Wochenende ein Foto ein, wo Cindy im Gewächshaus sitzt und eigentlich macht sie den Eindruck, als ob sie gar nicht so unglücklich ist dort. Nein, sie hat da natürlich wirklich Ruhe und ich denke mal, in einer Woche wird sie dann, wenn alle Wunden abgeheilt sind, werden wir einen neuen Versuch starten, dass sie wieder zu den anderen Hühnern dazukommt und ich hoffe, dass sie es dann besser hat. Diejenigen, die Erfahrungen mit Hühnern haben, die wissen, dass wenn ein Huhn erstmal so im Fokus ist, von anderen angegriffen zu werden, dass das tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, eine ganz schöne Mobbingbande werden kann. Ja, und wenn es dann blutet, dann wird dieses Blut reizt offenbar die anderen, dann, wenn das so die Beine dann so runterläuft, das ist kein schönes Bild, aber so ist es halt gewesen und dann gehen die richtig drauf und so habe ich es dann gerettet. Ich bin also Cindys Held jetzt. Ja, nicht nur Cindys Held, Andreas. Ja, ich hoffe doch. Naja, natürlich. Also in diesem Fall lasse ich Cindy gerne den Vorrang und kümmere mich dann um Klaus. Haben wir noch andere Themen? Nö. Nö, heute, wir haben Wochenende. Ach so, doch, hier steht noch was. Warte mal. Hier, dein Freund Joe Biden, der hat ja jetzt eine Menge Ballons abschießen lassen. Und man hat ja vor ein paar Tagen durchaus auch im Pentagon gar nicht ausgeschlossen, dass auch jetzt Aliens und Außerirdische unsere Erde heimsuchen könnten. Wahrscheinlich ist das Echo weltweit aus den alternativen Medien derart stark gewesen und diese ganzen Aussagen wurden eben auch lächerlich gemacht, dass man jetzt ordentlich zurückrudert. Und vor kurzem hieß es auch noch, dass Joe Biden oder die Administration chinesische Spionageballons vom Himmel runtergeholt habe. Also da ist ja viel getrommelt worden, aber das scheint alles sich jetzt doch immer mehr als völlig überzogen herauszustellen, diese unidentifizierbaren Flugobjekte. Und so berichtet Aviation Week, also eine Zeitschrift oder ein Portal, eben über alle möglichen Flugbegleitungs- und Erscheinungsdinge in der Luft. Die berichten darüber, dass dieser Ballon, den, das ist ja gestern noch groß berichtet worden, den die beiden Regierungen
mit einer 400.000-Dollar-Rakete abschießen ließ, dass das offenbar Hobbybastler waren, die da einen silberbeschichteten Ballon in die Luft geschickt hatten und den jetzt vermisst hatten. Und es scheint dabei rauszukommen, dass der Preis dieses Ballons zwischen 12 Dollar und 180 Dollar lag. Ja, und da hat man eine F-22-Rakete im Wert von 400.000 Dollar abgefeuert. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Und man muss dann natürlich schon schmunzeln. Und wie jetzt auch hier zurückgerudert wird, mittlerweile sind ja die Jäger, man darf nicht vergessen, die USA waren ja über viele Jahrzehnte die Polizei der Welt, zumindest haben sie sich so gesehen und waren die Jäger auch von Andersdenkenden. Mittlerweile ist das Weiße Haus und deren Menschen, die dort drin sind, das müssen nicht unbedingt die Amerikaner sein, die da drin sind, sondern auch andere, die werden jetzt mittlerweile gejagt, und zwar gejagt durch das morphogenetische Feld von denkenden Menschen, die es nämlich immer mehr gibt, die kritisch sind. Und diese Idee ist jetzt natürlich eine ganz witzige gewesen, dass man jetzt hier diese Ballons, diese Billigballons abschießt mit extrem teuren Raketenmaterial. Und man könnte daraus natürlich jetzt eine neue Strategie des Kampfes im Prinzip entwickeln, wenn jetzt also China oder auch Russland Tausende von Ballons hochschicken würden jetzt in die Luft. Alles quasi leere Ballons, und die würden jedes Mal die Amerikaner für 400.000 Dollar quasi einen Luftballon nach dem anderen abschießen, dann hätten die bald auch ein Munitionsproblem. Nein, also so oft macht jetzt die US-Regierung auch nicht denselben Fehler. Also ich denke mal, die dürften daraus jetzt gelernt haben, Andreas. Das nächste werden dann wirklich gefährliche Außerirdische sein, die die Erde angreifen. Ja, das ist natürlich jetzt noch zu erwarten, aber dass die USA keine Fehler zweimal macht, das kann ich bisher nicht feststellen. Deshalb haben wir ja momentan die Problematik. Ja, und diese Problematik, beispielsweise die Sprengung von Nord Stream 2, die wabert weiter durch den Raum. Also die Herrschaften Kollegen von den Hofberichterstattungsmedien, sowohl im Ausland als auch in den deutschsprachigen Medien, die versuchen, das Ding niederzuhalten, was Seymour Hersh, der Pulitzer-Preisträger, da vor einigen Tagen veröffentlicht hat und der ganz offen und auch mit Ausrufezeichen die US-Regierung dafür verantwortlich macht. Und das wird natürlich niedergeschlagen an allen Ecken und Enden, aber eben doch nicht an allen, denn heute ist auch die Daily Mail aus Großbritannien, ein Mainstream-Medium, wieder rausgekommen und spricht von einem internationalen Krimi, der die Ermittler auf der ganzen Welt in Atem hält. Und sie schreiben jetzt, da ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist mit dem Finger auf die CIA zeigt, wer hat denn nun die Nord Stream Pipeline in die Luft gejagt? Und dann schreiben die weiter, die nackten Fakten lesen sich wie die Handlung eines Spionage-Thrillers. Und dann wird der ganze Hergang, wie Seymour Hersh ihn eben en Detail beschreibt. Ich meine, das sind so viele kleine und größere Informationen, die er da zu einem großen Bild zusammengebaut hat, dass du wirklich, Andreas, schon wahrscheinlich ein inneres, hermetisches Handlungssystem haben musst, um nichts davon wahrnehmen zu können. Ja, es ist schon eine wirklich interessante Geschichte, und vor allem, sie ist so entlarvend. Die Maske wird immer weiter heruntergezogen und es entlarvt sich die amerikanische Regierung. Es wird ein CIA, eine Pressemitteilung genutzt, um quasi all diese Dinge zu widerlegen. Ich denke, die USA bauen wie auch in der Vergangenheit darauf, und das wird diesmal nicht gelungen, bei falschen Flaggenoperationen. Das ist ja zum Beispiel dann eine Operation unter falscher Flagge, die da gelaufen ist, dass man dann versucht, die Geschichte mehr oder weniger zuzudecken mit dem Mantel des Vergessens, und die Live-Personen, die das erlebt haben, die sterben dann ja irgendwann weg, und dann wird irgendwann ein historischer Film entstehen in Hollywood, wo beispielsweise eine hochbrillante Tauchergruppe der US Navy SEALs und so weiter USA und die Welt gerettet haben vor der russischen Machtübernahme der gesamten Welt, indem sie diese in einem abenteuerlichen Vorgang diese Nord Stream 1 und 2 gesprengt haben. Das ist das Ziel. Es gibt nur ein Problem. Wir haben heute die Möglichkeit, Daten zu speichern. Und das Entscheidende ist vor allem nicht die elektronische Speicherung. Und ich darf immer wieder nur sagen, diese wichtigen Artikel, druckt sie auch aus, dass ihr sie habt. Irgendwann ist das Netz einfach aus, man findet nichts mehr, und man weiß, dass man die technischen Möglichkeiten hat, dass in dem Moment, wenn ich mein
Telefon oder meinen Laptop anschalte oder meinen Computer, dass dann beispielsweise auch alle meine Daten gelöscht werden können. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich habe mir das sagen lassen. Deshalb ist es wichtig, durch physisch auch... Durch die Clouds, Andreas, durch die Clouds. Durch die Clouds, aber auch durch die eigenen Maschinen, durch die eigenen Arbeitsprozessoren und so weiter, auch das. Das heißt, man sollte sehen, dass man ganz bestimmte Informationen in Schriftform immer noch hält. Es ist gut, dass du das immer mal wieder betonst. Wir reden darüber seit über 3 Jahren und ich denke mal, viele machen das, auch vor allem natürlich die persönlichen Daten, dass man die in einer Mappe hat. Aber nochmal zurück zur Daily Mail. Ich glaube, da sitzen Redakteure, die schon ziemlich gepackt sind von dem, was da an Informationen draußen ist, und sie berichten auch noch mal den ganzen Hergang, den Seymour Hersh da minutiös dargestellt hat. Und da heißt es hier bei der Daily Mail: Es ist ein sensationelles Szenario, das laut Hersh bis zum Oberbefehlshaber der USA selbst, Präsident Joe Biden, zurückverfolgt werden kann. Und jetzt kommt es, und das ist vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern natürlich einer der allerwichtigsten Gründe, warum man mit allen Händen versucht, das Ding abzuwehren. Hier heißt es: Es überrascht nicht, dass das Weiße Haus jede Andeutung, es stecke hinter dem Angriff, kategorisch zurückweist, da jedes Eingeständnis einer Schuld die Mutter aller diplomatischen Auseinandersetzungen auslösen würde. Oder noch schlimmer. Andreas, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Lass uns noch mal versuchen, eine Verschwörungstheorie oder nur einen Gedanken kurz hier mal in den Raum zu stellen. Wenn es rauskäme, dass die USA definitiv diese Sprengung vorgenommen haben, was würde das für die Weltpolitik bedeuten? Welche Folgen hätte das? Naja, wir dürfen eines nur sehen. Wir haben ungefähr etwas über 190 Länder auf dieser Erde. Davon sind 30 Länder in der NATO. Ergo sind 160 Länder nicht in der NATO von den 190. Schon mal ganz wichtig. Trotzdem ist natürlich mit diesen 30 Ländern, wo natürlich auch große Länder drin sind, ist da natürlich schon eine Situation, die dann eventuell auseinanderfallen könnte. Und ich glaube ehrlich, wenn rausstellen sollte, dass die Verbündeten sich untereinander inoffiziell, aber dann eben halt doch an die Decke hochkommen, dann irgendwann gegenseitig bekämpfen und bekriegen und das mit solchen Maßnahmen wie dieses Nord Stream 1 und 2. Man könnte ja jetzt eine seriöse Arbeitsweise an den Tag legen zwischen den gesamten Regierungen. Eigentlich müssten alle NATO-Länder, deren Vorsitzenden, deren Präsidenten, deren Staatsführer oder was auch immer oder Kanzler auftreten und sagen, wir fordern jetzt eine wirkliche Untersuchungskommission, wo übrigens auch Russen mit drin sein müssen, unbedingt sogar, weil die sind da unmittelbar von betroffen. Und dann wird im Prinzip eine solche offene, transparente Analyse gemacht über so einen Ausschuss. Und wenn man dann zu den Schlüssen kommt, wie sie sich andeuten zurzeit, muss natürlich auch ein entsprechender völkerrechtlicher Prozess gegen die terroristische Vereinigung gemacht werden, die es zu verursachen hat. Und zwar ergebnisoffen, wer es dann eben halt ist. Aber würde es sich herausstellen, dass das die USA dann war, dann ist die NATO-Geschichte, dann ist wahrscheinlich sogar die USA-Geschichte. Ja, was heißt, dann wären die USA Geschichte? Also die Geschichte in dem Sinne, wie sich die USA uns darstellt. Man muss eines dazu wissen, niemand auf dieser Welt glaubt, dass die US-amerikanischen Bürger mit diesem Ding zu tun haben, mit diesem Terroranschlag. Es geht mehr oder weniger um eine Aggressionsgruppierung, die sich im Weißen Haus offenbar eingenistet hat. Darum geht es. Und die vertreten ja nach diesem, was wir da lesen konnten von Seymour Hersh, sehen wir im Prinzip, dass die definitiv nicht das Interesse des Volkes oder der Völker im Interesse haben, sondern ganz andere. Also es wäre auf jeden Fall die Verschiebung der Weltordnung eine der Folgen. Man könnte sich gar nicht vorstellen, welche noch, wenn man ja weiß, dass die USA unter anderem, was den Ukraine-Krieg angeht, Andreas, an vorderster Stelle stehen und die EU, die europäischen Länder ständig dabei freundlich in den Rücken tritt. Ja, das ist das, was wir mittlerweile erleben. Und das Interessante ist, es lässt sich jeder in den Rücken treten oder sogar in den Schmutz treten. Genauso ist das. Das sind hier entwürdigende, wirkliche Verhaltensmuster, die unter Partnern
unter angeblichen Partnern aus meiner Sicht nicht anständig sind. Und wir müssen daraus ableiten, dass offenbar die offiziellen Vertreter keine Macht darüber haben, diese Dinge überhaupt in Frage zu stellen, sondern eben halt die entsprechenden Regierungsorganisationen oder genauer genommen Nichtregierungsorganisationen, die die eigentliche Gestaltung der Welt versuchen zu regeln. Deswegen verwundert es nicht, dass dieser Bericht von Seymour Hersh mit allen Mitteln totgeschwiegen oder heruntergedrückt wird. Aber nochmal eine Frage zu diesem Verschwörungsgedanken. Was wäre, wenn die USA tatsächlich dahinter stecken würden und man das glasklar nachweisen könnte? Andreas, du hast gerade davon gesprochen, wie viele so zu den G7-Ländern gehören, zu der sogenannten westlichen Welt und wie viele Länder eben nicht. Wir sprechen darüber, dass 54 afrikanische Länder die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen, genauso wenig wie China oder Indien, also mehr oder weniger der größte Teil der Welt. Wenn jetzt so etwas herauskäme, wie würden denn all diese Länder darauf reagieren, die ja, nehmen wir mal Afrika, jetzt sowieso gegen die ganze Kolonialherrschaft von früher mehr und mehr angehen? Also wir sind ja nun international auch ganz gut vernetzt und wir können nun wirklich rüber sehen, ob das nun BRICS-Staaten sind oder auch Weststaaten sind, NATO-Staaten oder sonst etwas. Wir hören das Wort auch gern der Bürger, die wir dort kennen, die auf der Welt verteilt sind. Und was wir feststellen ist, dass in diesen Nicht-NATO-Ländern sowieso mittlerweile sich jeder an den Kopf fasst und fragt sich nach dem Motto, wie lange das USA überhaupt noch durchhalten wollen. Das heißt also, man spürt den Zerfall, so wie damals beispielsweise das alte Rom zerfallen ist, Byzanz zerfallen ist oder auch andere große Weltreiche, die sich dann irgendwann aus der Freiheit verabschiedet haben und durch zum Beispiel regelbasierte Ordnungen mehr oder weniger ein autokratisches Modell haben versucht, über seine eigenen Ländergrenzen hinweg quasi weltweit zu installieren. Und genau diese Dinge funktionieren eben nicht. Ich glaube, es wird nicht mehr passieren, als was jetzt schon mehr oder weniger in diesen Ländern bekannt ist. Man glaubt ihnen einfach nicht mehr, dieser derzeitigen unipolaren Weltmacht. Auch wenn wir jetzt im Westen oder in den westlichen Hofberichterstattungen diese Dinge nicht erfahren, weil darüber nicht berichtet wird, so sind sie doch trotzdem vorhanden. Also ich kann es natürlich verdrängen und sagen nach dem Motto, okay, also wenn ich zum Beispiel eine schwere Krankheit habe, wie ein Krebs, dann kann ich nicht sagen nach dem Motto, ich denke nicht drüber nach und damit ist das Thema erledigt. Nein, das ist eben nicht erledigt. Man muss sich mit den Dingen auseinanderzusetzen versuchen und das findet im Westen gerade nicht statt. Ja, danke schön für diese Einordnung, Andreas. Es ist ein Thema, wir werden erstmal nicht davon lassen und immer wieder versuchen, auch die Hintergründe zu beleuchten. Denn es geht ja um nicht mehr oder weniger als die Energieversorgung für Europa, sprich vor allem auch für Deutschland. Und es geht ja bei den in der Öffentlichkeit sich darstellenden darum, eine Abhängigkeit von Russland zerschlagen zu haben. Wir kommen nachher mal zu dem Thema, was da jetzt für neue Abhängigkeiten noch alles für Deutschland und Europa geschaffen werden. Aber Thomas Röper hat im Antispiegel über ein Interview mit Victoria Nuland berichtet. Das ist ja eine derjenigen, die gemeinsam eben auch mit Joe Biden angekündigt hat, dass man Nord Stream 2 zu verhindern wisse und sich auch nach dem Anschlag, dem Terroranschlag gegen Nord Stream 1 und 2 freudig ausgedrückt hat, dass da jetzt halt eine Menge Metallschrott auf dem Grund des Meeres liegt. So waren ihre Worte. Was die Souveränität Europas anbelangt, da hat sie sich ja auch schon öfter ganz entsprechend geäußert und sie ist mittlerweile, man kann ja auch sagen, eine Art Kriegsaktivistin geworden und wir erinnern uns an diesen Ausspruch, der kommt von ihr, fuck the EU, und du hast dir diesen Bericht mal angesehen, der jetzt von Röper veröffentlicht wurde, zumal es um die Freiheit geht und das Thema Freiheit ist ja eins deiner wichtigsten Steckenpferde. Da lege ich großen Wert drauf, genau wie die Hühner. Also es wird immer deutlicher und man wundert sich jetzt mittlerweile nur noch, dass selbst die
im Moment skandalösesten Erscheinungen, die wir gerade erleben, irgendwie von den Westmedien einfach völlig ignoriert werden. Und es ist auch irgendwie kein Wunder, wenn wir allein die erdrückende Beweislast, wir haben gerade drüber gesprochen, gegen die USA sehen, die offenbar hinter der Sprengung von Nord Stream stecken. Aber man sieht aufgrund einer simplen Presseerklärung des CIA eben halt diesen Grund nicht, einen Untersuchungsausschuss bzw. einen völkerrechtlichen Strafprozess zu fordern. Wir haben gerade drüber geredet. Ja, um diese Beweise, das könnte man ja in einem anständigen Verfahren abzuarbeiten. Immerhin geht es bei diesem jüngsten Terroranschlag um eine Art Kriegserklärung gegen Europa respektive Deutschland. Also, dass man bei der EU oder auch Europa, das sollte man übrigens niemals verwechseln, von einer Souveränität sprechen könnte, ist ja eigentlich längst widerlegt. Brisant ist es jetzt allerdings, wie offen es mittlerweile kommuniziert wird, wie in diesem aktuellen Interview, was Röper festgehalten hat, hier dargestellt wird. Ja, demnach hat ja die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland ganz klar erklärt, dass die europäischen Staaten nicht souverän sind und sie sollten für die militärische Macht bezahlen, wörtlich, die wir, also die USA, brauchen. Ja, da gab es ein Gespräch und zwar in einer einflussreichen NGO, die heißt Carnegie Endowment for International Peace. Und da wurde Victoria Nuland, es ist nochmal zu erwähnen, das ist die US-Außenministerin, die US-Vize-Außenministerin, die stellvertretende, also die da jetzt die Frage bekam, was sie von der Idee des französischen Präsidenten Macron denn halten würde, der sich für eine, jetzt kommt's, strategische Autonomie der EU eingesetzt hat. Das finde ich interessant. Allein die Fragestellung ist interessant, denn sie zeigt ja, dass man die EU und ihre Mitgliedstaaten in Washington nicht als souveräne Staaten ansieht. Die Frage bezieht sich also nicht einmal auf den Begriff Souveränität, sondern man spricht von einer eventuellen Autonomie der EU. Und das ist ja dringend zu unterscheiden, Autonomie und Souveränität. Also wir hatten vorhin allein bei der systemkonformen Wikipedia-Plattform den Begriff der Autonomie in der Politikwissenschaft geprüft. Und da heißt es wörtlich als Definition: Autonome Gebiete sind Territorien innerhalb eines Staates, die sich nach innen selbst verwalten. Sie haben eigene Gesetzgebungsorgane und politische Strukturen, unterliegen aber auch der Gesetzgebung des übergeordneten Staates und werden außen- und sicherheitspolitisch von diesem vertreten. Sie sind keine souveränen Staaten. Ja, und das beschreibt den Zustand der EU und ihrer Mitgliedstaaten natürlich wirklich treffend. Denn die können sich zwar nach innen selbst verwalten und zum Beispiel die Höhe der Krankenkassenbeiträge oder ähnliches selbst festlegen. Das hat Röper da ganz sauber analysiert. Aber die außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen der EU, die werden in der Praxis von den USA getroffen. Das letzte Mal, dass sich Staaten in Europa dem widersetzt haben, das war damals im Irakkrieg 2003, viele erinnern sich noch, als einige EU-Staaten sich gegen den illegalen, natürlich und auch auf Lügen über angebliche Massenvernichtungswaffen, viele erinnern sich noch, des Irak basierenden US-Krieges dann gestellt hatten. Und das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Seitdem hat es das nämlich nicht mehr gegeben und die Staaten der EU lassen sich quasi ihre Außen- und Sicherheitspolitik von den USA konkret vorschreiben. Ja, dafür gibt es jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz ja auch wieder, die derzeit gerade stattfindet. Übrigens mit Rinderfilet in schönen Soßen. Da gibt es komischerweise noch keine Grillen. Keine Grillen, keine Mücken, keine gar nichts? Also die grillen da schon, aber das Filet, das Rinderfilet. Das Filet, aber keine Würmer. Ja, das ist fürs Volk. Die Würmer sind fürs Volk. Also, wir kommen mal zurück zum Thema. Es ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Aber Deutschland hat nicht einmal eine eigene nationale Sicherheitsstrategie, weil Deutschland eben keine eigene Sicherheitspolitik hat, sondern die wird von den USA, vom großen Bruder vorgegeben. Und das wird jetzt auch da in München gerade wieder deutlich bei der Sicherheitskonferenz. Thomas Röper schreibt, dass sich derzeit das Bundeskanzleramt und Außenministerium darüber streiten, weil sie zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine eigene
nationale Sicherheitsstrategie ausarbeiten wollen. Und bisher kommen sie aber auf keinen gemeinsamen Nenner, Andreas. Und in anderen Medien sieht man ja die voneinander abgewandten Spitzenpolitiker Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Die haben sich offenbar auch nichts mehr zu sagen. Naja, ich denke mal auch, dass man verhindern wird, auch von Übersee, dass sich da eine eigene nationale Sicherheitsstrategie in Deutschland entwickelt. Das will man ja natürlich nicht. Also in den USA kennt man diese Fakten natürlich auch. Und daher war auch die Antwort Newlands sehr interessant, was sie zu einer Autonomie, also wir reden hier nicht von einer Souveränität, einer völligen Freiheit und Unabhängigkeit, sondern von dieser Autonomie nur, nach innen, was sie dazu in Europa sagt. Sie sagte wörtlich, ich bin ein Fan und Joe Biden ist ein Fan und Anthony Blinken ist ein Fan des Niveaus der europäischen Militärmacht, für das sie bereit sind zu zahlen und das sie aufzubauen bereit sind. Und so können sie autonom agieren, wenn sie wollen. Wenn sie in Missionen gehen, an denen wir nicht beteiligt sind. Aber es wird ein Vorteil für uns alle, wenn wir Missionen gemeinsam durchführen, so wie jetzt. Da ist also nichts, was die USA an strategischer Autonomie per se fürchten müssen, solange es sich nicht um eine Scheinautonomie oder eine billige Autonomie handelt, bei der sie nicht wirklich für die militärische Macht bezahlen, wie wir es brauchen. Zitat Ende. Ja, Frau Newland, Vizepräsidentin der USA. Eigentlich ist das wirklich eine abwertende Grundhaltung gegenüber Europa insgesamt, passend zu ihrer damaligen Aussage, die ich hier nicht wiederholen möchte. Also, die amtierende US-Außenministerin spricht den sogenannten Bündnispartnern die freie Entscheidung grundsätzlich ab. Und es ist ja immer wieder beeindruckend, dass die Presselandschaft diese massive, ja, kannst Erniedrigung Europas nennen, völlig unkommentiert stehen lässt und damit sich selbst einfach erniedrigt. Ja, das ist wirklich schon unglaublich. Also unseren Hörer soll ja hier nur noch einmal deutlich vermittelt werden, auch wenn die meisten es ja eh wissen, dass es, also unseren Hörern zumindest, dass es den USA nicht um die Frage geht, ob Europa souverän ist. Es geht bestenfalls um die Frage, wie autonom Europa sein darf. Und da hat Newland eine einfache Antwort. Solange Europa für seine militärische Macht genug bezahlt, also so viele US-amerikanische Waffen kauft, wie die USA es wollen, darf Europa gern ein bisschen autonom sein und durch eigene Missionen, also Kriege, führen. Aber eben nur mit Einverständnis der USA. Also ich will das auch gerade nochmal richtig stellen. Sie ist nicht natürlich Außenministerin, sondern sie ist immer mal wieder in verschiedensten Funktionen im Außenministerium, seit übrigens 1984 tätig. Und sie arbeitet auch immer wieder als Beraterin für die Außenminister. Also man muss, glaube ich, das nochmal hier so ein bisschen richtigstellen. Und sie ist einfach eine der wichtigsten Repräsentantinnen der amerikanischen Regierung. Und Andreas, also das heißt, es ist ja bekannt, dass Victoria Nuland immer wieder über auch Kriege spricht und damit eine Menge zu tun hat. Krieg bedeutet ja, dass Waffen und Munition verbraucht werden und immer wieder auch nachbestellt werden müssen, was gerade für die US-Rüstungsindustrie natürlich weitere Aufträge bedeutet. Und Frau Newland sagt im Klartext, dass Europa gerne ein bisschen autonom sein und auch mal selbst einen Krieg führen soll und darf, wenn es den USA genügend Geld in Form von Waffenkäufen dafür bezahlt. Also das heißt, das ist ja, das Ganze fußt nur noch auf reinem Materialismus. Naja, und es ist ein wirkliches von oben herab, nach dem Motto, wir sind die Herren und ihr seid die Ausführer. Und das hat was mit Partnerschaft, die ja auf Augenhöhe stattfinden soll, eher nichts zu tun. Newland hat sich in diesem Interview auch ganz besonders darüber gefreut, dass Deutschland der Ukraine nun Leopardpanzer liefern will. Und das hätte sie nicht für möglich gehalten, hatte sie gesagt. Also Röber hat diesen zweiten Teil von Newlands Antwort mal übersetzt. Newland sagte demnach, was ich hier noch sagen möchte, ist,
dass Europa und vor allem die großen Länder Europas nie gesehene Schritte gemacht haben, um die Sicherheitsbedürfnisse und die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Ukraine zu unterstützen. Aber die Vorstellung, dass Deutschland überhaupt jemals tödliche Militärhilfe, vor allem Leopardpanzer, die im Frühling existenziell wichtig werden, an die Ukraine liefern würden? Wenn Sie mich am 23. Februar 2022 geweckt und gesagt hätten, dass das passieren würde, hätte ich gesagt, keine Chance. Daher echte Anerkennung für unsere europäischen Partner auch dafür, dass sie mit dem, was sie der Ukraine liefern, selbst gewisse Sicherheitsrisiken auf sich nehmen. Zitat Ende Victoria Nuland. Ja, und die USA freuen sich explizit damit über die deutschen Leopard-Lieferungen. Es geht ja im Moment auch hoch her in München bei dieser sogenannten Sicherheitskonferenz. Kommen wir auch gleich noch drauf. Antispiegel hält hier also fest, dass die USA gar nicht mit Freude sehen, dass Polen jetzt Leopard-Panzer liefern will. Oder Portugal ist ja auch noch offen. Alle anderen sind ja schon zurückgetreten bis auf Deutschland. Und also Portugal hat auch gesagt, 3 Leopard 2 sagen wir zu. Die Freude der USA bezieht sich ausdrücklich auf Deutschland, weil die USA es jetzt damit geschafft haben, mit den Leopard-Lieferungen ausgerechnet Deutschland in die erste Reihe der europäischen Länder zu schieben, die besonders tödliche Waffen für den Kampf gegen Russland liefern. Ja, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet hier. Deutschland wird quasi mehr oder weniger vors Loch geschoben und das als wichtige Volkswirtschaft der sogenannten EU. Ja, und das sagt das Stellvertretende, die stellvertretende Außenministerin in diesem Fall oder Repräsentantin eben halt ganz offen. Das birgt Sicherheitsrisiken, denn Russland kann das als Kriegsbeteiligung auffassen. Das entscheiden keine westlichen Juristen, das entscheidet natürlich Russland selbst. Man freut sich offenbar im Weißen Haus, dass sich Deutschland in Gefahr bringt, um den US-Interessen zu dienen. Dass die Bundesregierung den USA dient, das hat übrigens Wirtschaftsminister Habeck Anfang März 2022 bei seinem Antrittsbesuch in Washington ja auch offen gesagt. Viele werden sich noch daran erinnern, der Fokus hat darüber berichtet. Da sagte er wörtlich, Herr Habeck, je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle. Und diese Worte sagte er damals bei seinem 2-tägigen Besuch in den USA. Und er hat auch gesagt, dass man in den USA darüber erfreut sei, dass Deutschland bereit ist, eine dienende Führungsrolle auszuüben. Was sind das für Begrifflichkeiten? Ja, und Deutschland macht auch alles, tut auch alles. Jetzt gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz seine Zusage zur Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben auf die aktuelle NATO-Zielmarke von 2% des Bruttoinlandsprodukts unterstrichen und bekräftigt. Das melden jetzt gerade die ganzen Mainstreamer. Er wird zitiert mit den Worten, Deutschland wird seine Verteidigungsausgaben dauerhaft auf 2% des Bruttoinlandsprodukts anheben. Und über diese 2%-Marke hinaus wollte Scholz nichts sagen. Und Verteidigungsminister Pistorius, der ist ja jetzt auch ganz groß da im Spiel, ne? Der ist ja erst seit kurzer Zeit Verteidigungsminister, aber der wird wahrscheinlich auch mit dem Rinderfilet versorgt werden in München im Bayerischen Hof. Und der hatte in dieser Konferenz eben seine Forderung nach einer milliardenschweren Erhöhung der Verteidigungsausgaben bekräftigt. Und auch er sagt, er werde alle Anstrengungen unternehmen, um über das Ziel von 2% hinauszugehen. Und Scholz hingegen sagt, das deutsche Sondervermögen, kannst gleich noch mal was zu sagen, in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehrvorhaben erlaube eben einen dauerhaften Spurwechsel beim Aufbau der Fähigkeiten unserer Bundeswehr. Bei der Gelegenheit muss man noch mal kurz sich klar machen, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Das ist die Summe aller Dienstleistungen und Güter und wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb eines Jahres. Und zwar egal, ob es Kosten sind oder ob es Einnahmen sind. Das heißt, diese 100 Milliarden Sondervermögen, die 100 Milliarden
Schulden sind, neue Schulden, fließen voll ins Bruttoinlandsprodukt rein. Das heißt, alleine aufgrund dieser Schulden, die Deutschland aufgenommen hat von 100 Milliarden, müssen sie, wenn sie 2% davon in den Bundeshaushalt, in die Rüstung übernehmen, müssen sie 2 Milliarden, also 2000 Millionen davon mehr oder weniger oder obendrauf gesattelt als weitere Schulden in den Rüstungsetat mit reinstecken. Also man redet hier eben halt nicht von beispielsweise 2% vom Einkommen. Nehmen wir mal an, wir haben ein Einkommen als privater Bürger. Ich habe ein Familieneinkommen von 50.000. Dann habe ich eine Größenordnung wie den Haushalt, den die Bundesregierung hat. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland, ich habe jetzt nicht die Zahlen nicht im Kopf, nehmen wir mal an 500 Milliarden an Haushalt hat. Das ist also das Geld, was die Bundesrepublik dann im Jahr zur Verfügung hat für alle Haushaltetats mit Sozialhilfe und all dem, was da dran ist. Dann, wenn man davon 2% nimmt, ist das natürlich weit weniger, als wenn man beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt nimmt, was meinetwegen dann aufgebläht wird auf 5 Billionen. Und von diesen 5 Billionen sind die 2% dann eben halt nur noch 100 Milliarden alleine für die Rüstung. Und diese 100 Milliarden im Verhältnis dann zum eigentlichen Haushalt von 500 Millionen ist dann natürlich eine Riesengrößenordnung. Man verschleiert hier mit einer gigantisch großen Zahl und einer vermeintlich mickrigen kleinen Zahl 2%. Das sind ja nur 2% vom Bruttoinlandsprodukt. In Wirklichkeit sind das aber dann locker mal 20% des ganzen Bundeshaushaltes, welches da reinfließt, also ein Fünftel. Uiuiui, ich habe gerade mit Stift und Zettel versucht mitzurechnen, aber Mathe war nie mein Bereich und ich bewundere immer wieder, wie du diese Zahlen da so schnell zusammenbringst. Ja, was ist da noch los in München auf der Sicherheitskonferenz? Herr Zelensky als ukrainischer Präsident hat den Westen jetzt zu einer noch größeren Geschwindigkeit bei der Lieferung von Waffen und der Unterstützung seines Landes aufgefordert. Putin dürfe keine Chance haben, und Putin versuche, sich Zeit zu kaufen für seine Aggression. Und unser Leben hängt davon ab, so Zelensky. Und er sagt, die Verzögerungen bei der Unterstützung seines Landes seien schon immer schädlich gewesen. Die Verteidigung der Ukraine müsse gestärkt werden, etwa mit neuen modernen Panzern. Also das ist etwas, was er ja immer wieder versucht, auch zu unterstreichen, die Panzerlieferungen, obwohl eben die meisten europäischen Länder inzwischen von ihren Zusagen abgesprungen sind. Aber es ist ja auch, man soll es nicht kommentieren, aber es klingt ein bisschen wie eine Drohung, wenn er sagt, ansonsten werde der Westen auch keine ruhige Minute mehr haben, denn der Kreml könnte die Sicherheit aller zerstören, die in München versammelt sein oder sind. Und Zelensky betonte zugleich, es gebe überhaupt keine Alternative zur Geschlossenheit des Westens gegenüber Russland. Und auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat nochmal darauf gepocht und dringt auf weitere Zusagen für Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. Er sagt, ich habe die Alliierten aufgerufen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um moderne Waffen zu liefern, auch gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer. Und er antwortete damit auf die Frage, was er für eine Botschaft an Länder wie Schweden, Dänemark und Spanien habe, die bislang keine feste Zusage für Kampfpanzerlieferungen machen. Naja, die Aussage, die muss man immer wieder sich mal in einem Bild vorstellen. Wir haben also einen Großbrand und die einzige Alternative, den Großbrand zu löschen, ist jetzt Brennholz ranzukarren und zwar aus allen Seiten, um es in diesen Großbrand reinzuschmeißen, um damit wahrscheinlich das Feuer zu ersticken. Also das ist natürlich eine ziemlich absurde Geschichte erst einmal grundsätzlich. Aber wir haben ja gerade in dieser Souveränitätsdiskussion gerade mal diskutiert, wer eigentlich wo vors Loch geschoben wird. Und die ganzen, die dort vorlaut gewesen sind, ob das jetzt Dänemark oder Holland oder Portugal oder was auch immer gewesen sind, die jetzt mittlerweile auch schon Spanien, die mittlerweile sagen, ja, wir wollen ganz klar liefern, ganz groß. Deutschland hat dann mehr oder weniger, ist dann mitgezogen. Die stehen jetzt im Wort. Man freut sich auch nur über das, was Deutschland mehr oder weniger sagt. Und wenn man sich die Geschichte Deutschlands anguckt, auch die Souveränität nach dem Zweiten Weltkrieg anguckt. Wenn man sich beispielsweise
Rammstein ansieht, wenn man sich die Atomwaffen ansieht, die in Deutschland gelagert sind. In Deutschland liegen ja Atomwaffen, keine deutschen, sondern amerikanische Atomwaffen. Amerikanische Soldaten sind in Deutschland stationiert. Übrigens sind deutsche Soldaten nicht in USA stationiert. Auch das ist immer eine ganz wichtige Sache. Kuba zum Beispiel ist auch ein Land, in dem amerikanische Soldaten stationiert sind. Es sind aber keine kubanischen Soldaten in USA stationiert. Diese Dinge muss man sich immer wieder klar machen, wenn man versucht, auf Augenhöhe hier irgendetwas zu argumentieren. Und dann kommen natürlich solche Situationen heraus, dann irgendwann Eskalationen stattfinden, wie jetzt in der Ukraine, und man als einzige Lösung, um das Feuer zu löschen, sieht, dass man Benzin reingießt. Ja, und wir gucken mal, die FAZ hat heute einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Tiefe Risse in der Panzerkoalition. Deutschland steht plötzlich ziemlich allein da. Und dann wird nochmal aufgezählt, wer alles jetzt eben sich zurückgezogen hat und dass eigentlich nur noch 3 Exemplare für den 2A6, Leopard 2A6 aus Portugal zu erwarten seien und Polen, die eben auch 14 Einheiten zugesagt haben. Kanada hat bereits 4 Panzer nach Polen gebracht. Und Norwegen will 8 Panzer liefern, heißt es, aber alle anderen europäischen Staaten, Spanien, Finnland, Dänemark und so weiter, machen einfach ums Verrecken keine Zusagen. Auch die NATO-Staaten Griechenland und Türkei halten sich zurück. Beide sollen angeblich noch über hunderte Leopard verfügen, wollen aufgrund der gegenseitigen Animositäten aber keine abgeben. So, und an der Stelle ist es doch jetzt die Frage, wie reagiert auf diese Situation eine Bundesregierung? Wäre sie denn überhaupt in der Lage, souverän Entscheidungen zu fällen und nicht, wie das Herr Habeck selber gesagt hat, unterwürfig in den USA, dass er froh ist, dass er den USA dienen darf? Wenn das also im Prinzip die Vereidigung ist, dem deutschen Volk zu schützen, oder den Menschen dort und ihnen jeden Schaden fernzuhalten, dann wird einem wirklich ziemlich klar, auf welcher Ebene das Ganze stattfindet. Es könnte doch Olaf Scholz jetzt von vornherein sagen, unter diesen gegebenen Umständen werden wir auch keine liefern. Ganz einfach. So einfach ist das Ganze. Aber ihr glaubt ja gar nicht, was dann für ein Alarm wäre, wenn das passieren würde. Denn wenn Portugal das nicht macht oder Dänemark oder Holland ist nicht weiter. Portugal macht es. Ach, Portugal macht es. Ja gut, warten wir erstmal, bis sie da sind. Dass es Polen macht, das liegt eigentlich auf der Hand, weil Polen ganz spezielle Interessen hat, weil viele polnische Gebiete mit polnischen Kulturgütern auf ukrainischem Staatsgebiet sind. Und wir dürfen eines nicht vergessen, die Polen spielen mit der Ukraine momentan ein gemeinsames Spiel, aber ich denke mal, man baut darauf, dass Teile der Ukraine wieder Polen zugeordnet werden. Denn dann kommt ein neuer Konflikt, nämlich zwischen Polen und Ukraine, den ich jetzt mal so einfach sehe im Unterbewusstsein. Denn das ist keine große Freundschaft, die die beiden verbindet, sondern mehr oder weniger eine Interessenlage. Ja, und wie stellt man sich das Ganze denn jetzt eigentlich vor? Wie viele Panzer werden wann aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden können? Und Boris Pistorius hat dazu gesagt, die deutschen Leopard würden bis Ende März an Ort und Stelle sein. Der Zustand anderer Panzer sei okay, bedürfe aber noch einiger Arbeiten und diese Panzer kämen dann vielleicht 4 Wochen später. Also alles sehr zügig. Er sagt, eins der größten Probleme wird die Versorgung mit Munition und Ersatzteilen sein. Die Niederlande wollen beispielsweise 20.000 Stück Panzermunition kaufen und der Ukraine spenden. Was die Wartung angeht, so sagt der polnische Verteidigungsminister Blaszczak, sein Land habe in dieser Hinsicht keine gute Erfahrung mit der deutschen Rüstungsindustrie gemacht. Und Pistorius sagt dazu, er wolle hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt mit Vertretern der Industrie ins Gespräch kommen. Denn diese hat in Gestalt des Rüstungskonzerns Rheinmetall in den vergangenen Tagen bereits zugesagt, die Produktion von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard in Deutschland aufzunehmen. Und Pistorius hat die Ukraine, beziehungsweise laut Pistorius hat die Ukraine noch die Hälfte der gelieferten Munition
für die 32 von Berlin abgegebenen Einheiten. Ja, also wir sehen, das Ganze ist ein ziemliches Chaos. Man hat hier offenbar, und das wundert einem natürlich, wenn wir wissen, dass der deutsche Rüstungsetat nicht wahnsinnig viel kleiner ist als der gesamte Etat der Russischen Föderation. Ich wiederhole das nochmal. Die sind gar nicht weit auseinander, sind ein paar Milliarden auseinander. Im Verhältnis zu den Größenordnungen sind das, ich sag mal, Peanuts, um mit den Worten eines ehemaligen deutschen Bankmanagers zu sprechen. Aber da fragt man sich, wie kann es überhaupt sein und wo ist das Geld eigentlich aus Deutschland geblieben? Warum ist Deutschland nicht handlungsfähig, nicht rüstungsfähig, obwohl ja so unglaublich viele Gelder den Steuerzahlern abgenommen wird, um die Verteidigung der Bundesrepublik anschließend zu gewährleisten. Das finde ich jetzt erstmal eine ganz wichtige Frage. Und daraus resultiert dann natürlich auch gleich die nächste Situation. Aha, wie wollen die etwas liefern, wenn hier offenbar Gelder in Richtungen fließen, über die aus meiner Sicht nicht angemessen Transparenz herrscht? Ich meine, wofür haben wir eigentlich einen Bundestag? Wozu haben wir einen Verteidigungsausschuss? Ja, es hieß ja auch, dass es eine sehr große Anzahl von Panzern sein würde, die Deutschland an die Ukraine ausliefern wolle. Auch das sieht im Moment alles ein bisschen mehr mau aus. Also es hieß, die Industrie werde mehr als 100 Leopard 1 Panzer für die Ukraine instand setzen. Rheinmetall kümmert sich um 88 ausgemusterte italienische Panzer und die Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft um 90 Exemplare aus dänischen Beständen. Aber jetzt ist völlig offen, wie viele davon wirklich in die Ukraine kommen. Einige der Panzer werden als Materiallager für den Rest herhalten müssen. Eine Versorgung, wir haben es gerade schon gehört, mit Munition und Ersatzteilen, so die FAZ, dürfte sich ebenfalls schwierig gestalten. Tja, und Deutschland hatte ja vollmundig angekündigt, ein Bündnis zu schmieden, um der Ukraine 2 Bataillone Leopard 2 Panzer zu liefern. Bei der Bundeswehr umfasst, wie es hier heißt, ein solches Bataillon 44 Panzer, weshalb man anfangs davon ausging, dass Kiew knapp 90 Leopard 2 erhalten sollte. Aber in der vergangenen Woche, wie gesagt, es wurde plötzlich immer weniger. Und von der Bundesregierung hieß es dort, man orientiere sich an der ukrainischen Bataillongröße von 31 Kampfpanzern. Und die FAZ schreibt, so schrumpfte die Zahl der zugesagten Panzer um fast ein Drittel auf gut 60 Stück. Ja, mich erinnert das Ganze gerade an meine Kindheit in den 60er Jahren. Da hatten wir Nachbarn, der fuhr einen Goggomobil. Die Älteren werden sich noch kennen, die Dinger. So ganz kleine Autos, Zweitakter, die man mit Klasse 4 Führerschein fahren durfte. Und er hatte dann, das war ganz normal, dann auf dem Hinterhof noch 2 oder 3 von den Dingern so stehen gehabt, so zum Ausschlachten. Das waren die Materiallager. Mit anderen Worten, was hier gerade drin steht, ist, dass da noch ein paar Panzermodelle rumstehen, aber die sind eigentlich nur noch Materialträger, wo man dann mehr oder weniger seine Ersatzteile abbaut. Also auf dem erbärmlichen Niveau befindet sich offenbar momentan die Verteidigungsfähigkeit Europas. Und wenn man das Ganze jetzt mal rückverfolgt, wie sich das über die Jahrzehnte entwickelt hat, welche Strategie da eigentlich hintersteht und wie da eigentlich die Planung und die Drahtzieher im Hintergrund stehen. Wenn wir heute sehen, dass beispielsweise die USA den höchsten Verteidigungsetat hat, der geht bald an $1 Billion, das heißt 1.000 Millionen, das liegt bei über 800 Milliarden, das geht bald auf die $1 Billion im Jahr. Das ist der Verteidigungsetat der USA zu. Das ist natürlich wirklich irre, da hat ja Russland nicht einmal 10% von. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und dann auch nochmal sieht, in welcher jämmerlichen Lage sich die europäische Verteidigungssituation befindet, dann erkennt man schon einen Umverteilungsmechanismus, nicht nur beim Geld. Und ich frage mich, Andreas, diese vielen hohen Summen, die da jetzt in den Krieg gesteckt werden, wo man gar nicht weiß, wie du schon sagst, welche wirklichen Nutzenfolgen so etwas hat, oder man weiß es eigentlich. Und währenddessen geht die Infrastruktur in Deutschland an allen Ecken und Enden den Bach runter. Denken wir alleine an die Schulen. Das wichtigste Kapital, was ein Land hat, sind die Kinder.
die Kinder, die irgendwann mal, wenn sie dann in die wirkliche Arbeitssituation reinkommen, viele erinnern sich, das gab es früher mal, dass die Kinder ganz wichtig waren und dass man sich um die Kinder gekümmert hat. Da gibt es irgendwo in einem Ammerland eine 4-Tage-Woche jetzt bei der Schule, weil das Geld einfach nicht dafür da ist. Auf der anderen Seite hier aber in immensem Umfang mehr oder weniger ein Spiel von irgendwelchen ultrareichen Strategen stattfindet, die einfach nur noch ein paar Milliarden mehr haben wollen. Das ist wirklich ganz schlimm und das ist menschenverachtend, was dort auch in den NGOs und auch von verschiedenen Philanthropen da gefahren wird. Ja, solange aber keine Gegenwehr von den Menschen kommt. Ich meine, man hat ja oft das Gefühl, dass viele da vor sich hin schlafwandeln und Hauptsache das eigene Leben funktioniert noch irgendwie, der Kühlschrank ist noch voll, abends kann man den Fernseher anschalten und ARD und ZDF schauen und dann ist die Welt in Ordnung, ohne Notiz davon zu nehmen, was wirklich passiert. Bleiben wir noch mal kurz bei der Infrastruktur in Deutschland. Da gab es gestern eine Meldung und das finde ich schon ziemlich heftig. Und zwar ist das eine Meldung vom Fachportal Bauwirtschaft BW, also aus Baden-Württemberg. Und die Überschrift lautet, Andreas, und das ist ja, da beißt sich die Katze ja schon wieder in den Schwanz, geplantes Verbrennerverbot für Lkw. Also wir wissen ja, die Verbrenner werden jetzt verboten. Und ja, das trifft jetzt die Bauwirtschaft massiv, denn es heißt, die Elektrofahrzeuge, auch für Lkw sind sie ja geplant, mit schweren Batterien könnten für die maroden Brücken und Straßen in Deutschland zu einer Belastung werden. Ja, das kommt als nächstes mit dazu. Das ist tatsächlich so, denn diese Fahrzeuge sind natürlich alle wesentlich schwerer. Wir dürfen nicht vergessen, wie viel so ein Tesla oder so etwas wiegt. Man redet dann immer davon, nur von dem Wirkungsgrad der Motoren. Aber wir dürfen nicht vergessen, was davor ist für den Bau und so weiter. Wir dürfen auch nicht sehen, mit welchen Materialien die Dinger ausgestattet sind. Und so erkennen wir natürlich auch die Entwicklung, klar. Also es heißt hier in dieser Meldung, die ist tatsächlich sehr interessant, die Bauwirtschaft Baden-Württemberg beurteilt dieses Verbrennerverbot bei großen Fahrzeugen ab 2040 kritisch, insbesondere was den Zeitrahmen angeht. Grundsätzlich sei es aus Klimaschutzgründen zwar nachvollziehbar, dass man auf nachhaltige Mobilität setzt, jedoch müsse die Frist zur Umstellung angemessen verlängert werden. Auch die angestrebten CO2-Reduzierungen bis 2030 um 45% und bis 2035 um 65% seien als Zwischenziele kaum zu schaffen, denn gut 99% aller Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Bagger auf dem Bau sind derzeit dieselbetrieben. Etliche dieser Baumaschinen bzw. schweren Fahrzeuge stünden derzeit noch gar nicht als E-Modelle zur Verfügung. Solange es aber überhaupt keine alternativen Antriebstechniken gibt und keine Konzepte für längere elektrobetriebene Lkw-Fahrten, zum Beispiel auf Autobahnen, dürfte es zumindest für diese Kategorie kein Verbrenner ausgeben. Und um die enorme Kostenbelastung bei der Umstellung des Fuhrparks zu minimieren, wäre außerdem, sagt man, eine finanzielle Förderung für kleinere Baubetriebe angezeigt. Das zeigt ja, dass nichts wirklich durchdacht zu sein scheint. Nein, man will es auch nicht. Das kann man ganz eindeutig sagen. Wenn wir heute zum Beispiel wissen, dass es Dieselkraftstoffe gibt, die null CO2-Schadstoffemissionen, also wirklich klimaneutral sind. Shell hat dort große Aktionen laufen und ist an der Entwicklung dabei. Man kann in wenigen Tankstellen in Deutschland sogar diesen speziellen Diesel kaufen, der völlig CO2-neutral ist. Es will keiner wissen. Anders ist es nicht erklärbar. Ich sehe noch einmal in dem großen Bild die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland als einer der entscheidenden Strategien, die hier läuft. Wenn wir jetzt sehen, dass 2023 in diesem Jahr das EU-Verbrennerverbot eingelassen wird. Es geht um ein EU-Verbot, nicht um ein Weltverbot. Und dann können wir daraus schließen, dass spätestens noch in diesem Jahr die Automobilindustrie, die Vorzeige, die Kernindustrie Deutschlands,
Deutschland verlassen wird, Europa verlassen wird, die werden nach USA gehen. Und ich sage euch die Prognose, Anfang der 30er Jahre wird dann das EU-Verbot wieder aufgehoben, weil man feststellt, es ging nicht, aber die Industrie ist dann weg. Und was macht dann Deutschland? Dann importiert Deutschland ab dem Jahr 2035 die Verbrenner eben halt aus Amerika. Da sitzen dann nämlich ihre eigenen Unternehmen. Sofern es in Deutschland überhaupt noch Menschen gibt, die sich überhaupt einen Wagen leisten kann, weil natürlich auch mit der Abwanderung der Industrie die Arbeitsplätze verloren gehen, damit auch die Einkommen der Menschen verloren gehen. Und wenn man diese Zusammenhänge, diese Kreisläufe mal versucht zu ergründen, man braucht sich nur so persönliche Beispiele mal denken und überlegen, wie wirkt sich das auf eine andere Einheit aus und wie geht das weiter? Dann kommt man selbst so zu Gedankengängen von Kettenreaktionen, die aber immer zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft in Europa respektive Deutschland rauslaufen. Ja, und während wir über diese Dinge hier diskutieren, Andreas, hat Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin Details zu neuen Sanktionen gegen Russland bekannt gegeben. Sie sagt konkret Beschränkungen für Dutzende elektronische Bauteile voraus, die in russischen Waffensystemen wie Drohnen, Flugkörpern, Hubschraubern verwendet werden. Auch Maschinenteile sowie Ersatzteile für Laster und Düsentriebwerke seien darunter. Russland setze aber auch hunderte von Drohnen iranischer Bauart in der Ukraine ein. Und deshalb schlage man jetzt auch vor, iranische Unternehmen ins Visier zu nehmen, auch solche mit Nähe zur Revolutionsgarde. Und dabei geht es konkret um Güter mit doppeltem Verwendungszweck, sogenannte Dual-Use-Güter, können sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden. Und 7 Einrichtungen aus dem Iran sollen von den Beschränkungen betroffen sein. Also inzwischen gibt es dann Beschränkungen gegen Russland, Iran, gegen China. Irgendwann ist die EU gegen die ganze Welt aufgestellt. Ja, und da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Und wenn man dann weiß, dass der Iran als auch Russland ziemlich deutlich sagen, dass die Russen ihre Drohnen selber bauen und eigentlich gar nicht dort was stattfindet, dann geht es darum, dass hier so mit einer Art letzter Kraft hat man das Gefühl. Dann darf man dürfen nicht vergessen, diese Hegemonialmacht ist extrem angeschossen, inklusive der gesamten Bündnispartner jetzt in Europa, die nach außen hin immer noch daran glauben, dass das System in Stadt wird. Man kann sich da reinreden, man kann sich reindrehen in eine Welt, die man dann wirklich irgendwann als wahr annimmt, obwohl sie nicht mehr wahr ist. Und ich habe das Gefühl, das ist keine Frage von Bildung und von akademischen Graden, dass irgendwann die Menschen sich dort reindrehen. Und das kommt mir so vor, dass der Realitätssinn immer mehr schwindet. Und so gibt es dann eben halt diese Situation gegen Iran, weil es eben jetzt auch ins Bild passt, weil man will auch diese BRICS-Staaten, man will auch diese Seidenstraße, diese gesamte Geschichte eben halt versuchen, irgendwie noch abzuwenden. Ja, wie Nord Stream auch. Also wir werden das weiter beobachten, denn eines ist klar, du sagst gerade, wie angeschossen. Es ist tatsächlich so und es scheint schon fast das eine oder andere ein Beispiel von Verzweiflungsakten zu sein. Und so heißt es hier jetzt auch gerade in Bezug auf die neuen Sanktionen gegen Russland, dass ein Ergebnis bei diesen Sanktionsbesprechungen offenbar feststehe bereits, nämlich man hatte ja auch den russischen Nuklearsektor ins Auge gefasst und das wird wohl nichts werden, denn entsprechende Pläne habe die Europäische Kommission aufgegeben, berichtete gestern Politico. Ursprünglich hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass man versuchen würde, eben Sanktionen gegen den zivilen Nuklearsektor Russlands auszuarbeiten. Auch Herr Selenskyj aus der Ukraine forderte kürzlich, dass die Europäer entschlossen gegen den russischen Atomsektor vorgehen sollten, insbesondere gegen den staatlichen Konzern Rosatom. Dass diese Forderung auf Widerstand stoßen würde, war vorherzusehen, schreibt Politico. Rosatom ist für die europäische Energieversorgung zu wichtig, als dass man einfach Sanktionen verhängen könnte, ohne selbst wieder einmal massiv Schaden zu nehmen. Und wer stellt sich dagegen? Das ist zum einen Ungarn, also Premier Orban hatte Ende Januar damit gedroht, dass Ungarn keinem Sanktionspaket zustimmen werde, wo Rosatom
beinhaltet sei. Und es ist nämlich der Hintergrund dazu, dass der russische Staatskonzern derzeit in Ungarn an einer Erweiterung des Atomkraftwerks Pax arbeite und baue. Und Politico berichtet nun, dass es Überlegungen gab, wie man das ungarische Veto aushebeln könnte. Demnach wurde innerhalb der EU erwogen, lediglich einzelne Mitarbeiter von Rosatom auf die Sanktionsliste zu setzen. Aber letztlich habe man von diesen Plänen dann auch abgesehen. Und spannend, Ungarn steht mit dieser Position überhaupt nicht alleine da, denn auch Frankreich ist gegen diese Pläne, nur nicht, wie es hier heißt, auf offener Bühne. Französische Beamte hatten gegenüber Politico deutlich gemacht, dass viele Kernkraftwerke auf russische Brennelemente angewiesen sein. Ja, und insofern merkt man natürlich, dass hier die nationalen Interessen immer wieder im Vordergrund stehen. Und diese ganze EU-Geschichte, die ja vermeintlich die Europa vertreten soll, das tun sie natürlich nicht, sondern das ist ja eben ein Lobbyverband der Großindustrie, der Kapitalsammelbecken. Das ist die EU, das ist ganz wichtig. Aber dass die Länder natürlich immer noch gewisse nationale Interessen vertreten. Und das ist übrigens auch richtig so, finde ich, dass man sich für sein eigenes Volk interessiert. Denn nur in der regionalen Strukturen ist aus meiner Sicht überhaupt ein angemessenes soziales Miteinander möglich mit der maximalen Gerechtigkeit oder mit der minimalen Ungerechtigkeit. Das ist zentral gesteuert, so wie es die Weltmachtführung will, grundsätzlich überhaupt nicht möglich. Je größer die Einheiten, desto ungerechter wird es für den Einzelnen. Ja, wir hatten gestern ja auch Meldungen in unserem Kanal veröffentlicht, dass die EU beispielsweise Polen verklagt wegen, wegen gewisser Themen, juristischer Themen, womit die EU-Kommission nicht einverstanden ist. Ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen. Andreas, das heißt, als dieses zentralistische große Gebilde Brüssel gebaut wurde, das ist ja schon Jahrzehnte her und begann weit vor der Einführung des Euro, da haben ja schon viele Kritiker gesagt, das Recht der Nationalstaaten wird damit zurückgedrängt. Aber davon ist ja wirklich langsam gar nichts mehr übrig. Naja, das Ziel dieser sogenannten Entwurzelung und auch der Zerstörung der einzelnen Nationalstaaten, das begann ja schon quasi nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir uns angucken, keine Angst, ich gehe nicht so weit zurück, aber wenn wir sehen, dass Anfang der 70er Jahre man versucht hatte, in Europa die sogenannte Währungsschlange zu entwickeln, indem man zum Beispiel einen alternativen Euro eingeführt hatte. Das wissen die wenigsten, dass es den schon mal gab Anfang der 70er Jahre, der natürlich nach ganz kurzer Zeit krachend gescheitert ist. Es war nicht so, dass das dann eine einheitliche Währung gab, sondern jeder behielt seine Währung, aber sie waren mit festen Wechselkursen versehen. Man hat also versucht, im Prinzip die verschiedenen heterogenen Wirtschaftskräfte und auch die politischen Unterschiede, die Mentalitäten und auch die Sprachen mehr oder weniger zusammen zu verrühren versuchen. Und wenn wir natürlich eines erkennen, wenn wir etwas verrühren, dann verliert natürlich letztendlich das Individuum. Stellen wir uns eine bunte Alpenwiese vor, mit wunderbaren Farben, gelben Blumen, roten Blumen, grünen Blumen, violetten Blumen, wunderschön und blühend in allen Formen. Und jetzt sagen wir, nein, nein, wir rühren das jetzt alles zusammen. Und wenn man alle Farben zusammenkommt, wird eine braune Blüte daraus. Und dann haben wir eine braune Wiese statt eben halt einer bunten Wiese. Und genau so ist dieses Prinzip auch der EU anzusehen, wenn man nämlich die individual einzelnen Strukturen und Mentalitäten komplett außer Acht lässt. Sprach der Farbspezialist Dr. Andreas Popp. Goethes Farbenkreis, das sind Sie. Sehr, sehr schön. Man merkt, dass du Waldorfschüler warst. Nach wie vor. Ist immer wieder beeindruckend. So, und dann gibt es hier eine Meldung vom NDR. Da schau mal her, was der NDR hier berichtet. Nämlich, hier ist ein Beitrag veröffentlicht worden mit der Überschrift Lobbykontroll kritisiert enges Netz zwischen Gaslobby und Politik. Und dann heißt es da, dass die starke Abhängigkeit vom russischen Gas ein Fehler war. Darüber ist man sich in Deutschland weitgehend einig. Auch so spannend, ne, dass der NDR sagt, man ist sich darüber in Deutschland einig. Ja, wer sagt das denn, dass man sich darüber in Deutschland einig ist? Wenn es der NDR sagt, muss es ja stimmen. Aber, und das finde ich dann auch wieder doch sehr schön, dass man hier die Organisation Lobby Control
anhört und auch abbildet, die befürchtet nämlich, dass es nun mit Flüssiggas zu ähnlichen Abhängigkeiten kommen könnte. Und für diese Organisation Lobby Control, so heißt es hier, steht fest, es gab und es gibt ein langjähriges und enges Netzwerk zwischen großen Gaskonzernen wie Uniper oder RWE und der Politik, bis in die Landes- und Bundesministerien hinein. Und das ist ein Netzwerk, das mit dafür verantwortlich war, dass Deutschland so einseitig abhängig geworden ist vom Gas. Und dieses Netzwerk, das sagt jetzt eine Sprecherin dieses Lobby-Control-Netzwerks, Christina Deckwirth heißt die Frau, dieses Netzwerk sei immer noch aktiv. Und jetzt wird etwas hier enthüllt, was für dich natürlich immer schon völlig klar war. Es geht nur ums Geld, es geht nur ums Geschäft. Aber wenn es der NDR veröffentlicht, dann muss man es auch wirklich jetzt mal wahrnehmen. Also war es bis vor einem Jahr vor allem das preiswerte Gas aus Russland, seien die Gaskonzerne jetzt in das Geschäft mit verflüssigtem Gas, also dem LNG, eingestiegen. Das LNG kaufen sie aus den USA, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um es an den neu geschaffenen LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin anzulanden und ins Gasnetz einzuspeisen. Und das sei jetzt das ganz große Geschäft für die Gaskonzerne. Und die würden jetzt wieder ihre Kontakte in die Politik nutzen, denn schließlich müsse das LNG-Geschäft staatlich subventioniert werden. Und sie spricht darüber, dass in den Aufbau der Terminals an den norddeutschen Küsten derzeit viel Geld fließe. Und entsprechend häufig hätten sich die Vertreter der Industrie auch mit Vertretern der Bundesregierung im vergangenen Jahr getroffen. Dies deute auf eine große problematische Nähe hin. Na, da wird's ja richtig kritisch, mein lieber Freund. Das ist ja investigativ bis zum Umfallen. Vielleicht einmal an der Stelle, hier wird es wieder deutlich, wie das System funktioniert. Hier sieht man, wie die großen zentralen Strukturen ihre Mächte ausnutzen. Da wird zum Beispiel davon gesprochen, dass diese LNG-Konzerne in Deutschland, die sich jetzt gerade neu firmieren, dass die steuerliche Unterstützungen brauchen. Wenn die nämlich sagen, Staatsunterstützung, bedeutet, dass das der Bürger das in Form von Steuern zu zahlen hat. Egal, ob das jetzt durch Steuern abgezogen wird oder in Form von neuen Schulden, die dann über Jahrzehnte abgezahlt werden sollen. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Um dann diese Kosten letztendlich wieder in die Gaspreise mit einfließen zu lassen und der Bürger dann zum Schluss, weil denn diese Gelder, die ja die LNG-Konzerne bekommen, die gehen ja nicht in die tatsächlichen Investitionen zum ersten Teil, sondern vor allem auch in die Renditen der Aktionäre der großen Konzerne, der LNG-Konzerne. Das muss man einfach so sehen, sodass der Bürger dann zweimal zahlt. Er finanziert erst einmal die Renditen der Aktionäre, damit es sich überhaupt rentiert, das zu machen, und zahlt dann anschließend die überteuerten Gaspreise. Das ist die Logik von großen Konzentrationen, die hier letztendlich dargestellt wird. Deshalb nur regional kann es funktionieren. Also, und es geht hier auch um den Bau dieser vielen LNG-Terminals, weil Lobby Control befürchtet, dass es durch die starken Aktivitäten der Gasindustrie zu viele von diesen Terminals geben könnte, die dann irgendwann zu Investitionsruinen werden könnten. Und ob sich diese Terminals wirklich wieder umrüsten lassen auf zum Beispiel klimafreundlichen Wasserstoff, das hält Lobby Control noch lange nicht für ausgemacht. Ich bin ganz sicher, dass da der Staat, der ja Interesse haben soll jetzt an dem Gas, dadurch werden sie ja mehr oder weniger genötigt, diese ganzen Sanktionen überhaupt auszusprechen, oder sie sehen eben halt blind zu, wie ihre Gaszulieferer durch Sprengung aus eigenen Reihen im Prinzip mehr oder weniger der Nord Stream 1 und 2 zustande gekommen sind. Und da der Staat jetzt natürlich unter Druck steht, und der Staat nochmal, das sind ja wir alle, das heißt, wir sollen jetzt das Ganze mehr oder weniger finanzieren. Und wenn wir die LNG-Konzerne nicht finanzieren jetzt noch und ihnen dieses Risiko der Ruinen wieder abnehmen, ja, dann wird der Rückbau natürlich so geregelt über Verträge, dass dann wieder der Bürger dafür gerade stehen muss. Das sind die entscheidenden Situationen. Gewinne werden immer privatisiert, Kosten werden immer sozialisiert. Wie schön du das gesagt hast über diese Themen. Du sprichst ja auch bei unserem Kongress viel ums Geld, übers Geld. Ich habe mir mal so deine Ideen angeschaut, was du bei diesem Kongress berichten wirst. Da geht es ja auch, Andreas,
darum, wie man jetzt durch diese Krisenzeiten am besten hindurchkommt und wenn Wohlstand vorhanden ist, diesen auch sichert. Ja, das ist tatsächlich das, was ich mir Gedanken gemacht habe. Worüber spreche ich auf diesem Kongress? Das wird eine Sache sein, die wird bestimmt fast eine anderthalb Stunden dauern. Das wird wahrscheinlich so lange dauern, wo ich versuche, einmal an einem 7-Punkte-Plan zu erläutern, und zwar meine Perspektive, meine Sichtweise. Wo stehen wir? Wo sind wir? Wie analysiere ich die Sachlage und wie bringe ich jetzt mein Vermögen durch die Krise durch? In welcher Form? Ich werde auf die Aktienmärkte eingehen, ich werde auf die Edelmetallmärkte eingehen, ich werde auch auf Diamanten eingehen, ich werde aber eben halt auch auf die festverzinslichen Wertpapiere, deren Strukturen eingehen, Lebensversicherung und so weiter. Wirklich mal ein bisschen allgemeinverständlich, detailliert, und dann möchte ich, dass jeder dann so ein bisschen eine Art Handwerkszeug bekommt anhand eines 7-Punkte-Planes, wie er sich dann optimal aufstellt, um nach diesem ganzen Irrsinn, der hier gerade läuft, wieder neu mit aufgekrempelten Ärmeln durchstarten kann. Ja, also das ist, finde ich, trotzdem wirklich, wahrscheinlich werden es anderthalb Stunden, du hast mir da so ein paar Sachen auch vorgelesen, finde ich, ist super unterhaltsam und interessant, Andreas. Wenn du dann noch so nett guckst wie jetzt gerade und das anderthalb Stunden lang, dann wird es bestimmt eine super Performance. Wie soll ich anders sehen bei einer wunderbaren Frau, die neben mir sitzt? So wollte ich es zum Wochenende hören. Ja, trotzdem müssen wir noch an ein Thema ran, das jetzt nicht wirklich erfreulich ist, nämlich, das ist dieser Flüchtlingsgipfel, der gerade unter der Ägide von Bundesinnenministerin Nancy Faeser stattgefunden hat. Das Ganze ist geendet ohne konkrete Ergebnisse. Der Deutsche Städtetag ist enttäuscht und es gab auch den einen oder anderen Eklat, nämlich während Hamburgs Innensenator Andi Grote gesprochen hat, hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Hans-Günther Hennecke, den Saal verlassen und gerufen, Heuchelei. Und es geht tatsächlich darum, dass die Kommunen und Gemeinden nicht mehr wissen, wohin mit den vielen sogenannten Flüchtlingen. Und die Zahlen, die variieren ja immer. Also fest steht die Zahl, dass weit über 1 Million aus der Ukraine im letzten Jahr gekommen sind. Aber was aus all den anderen Ländern gekommen ist, das scheint doch noch darüber weit zu liegen. Und man spricht ja jetzt schon davon, Andreas, dass es in wenigen Jahren keine Wohnungen mehr gibt und wahrscheinlich über 1 Million Bürger keine Wohnung mehr bekommen werden. Ja, ich hatte mir das gestern angesehen. 1,4 Millionen Bürger werden in Kürze, in einer sehr absehbaren Zeit, keinen Wohnraum mehr haben. Das sagt sich so leicht als Satz. 1,4 Millionen. Das sind ungefähr so viel, wie im letzten Jahr alleine eingewandert sind. Das ist eine Stadt wie Köln, die eingewandert ist. Und jetzt frage ich mich, wenn die keine Wohnung finden, ja, wo sollen die denn sein? Sollen die draußen auf der Straße erfrieren? Werden jetzt die Deutschen dann auch in Zelten wohnen? Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass das private Eigentum abgeschafft wird. Wir eventuell vor einer Enteignung von Immobilien stehen. Also das sind ja alles unfassbare Dimensionen jetzt, die sich momentan in Form eines Dilemmas vor unseren Augen auftürmen. Und da wird jetzt tatsächlich ein solcher Gipfel gemacht, ein Einwanderungsgipfel. Das ist kein Flüchtlingsgipfel, weil die meisten keine Flüchtlinge sind. Aus der Ukraine gibt es schon welche. Ja, da gibt es welche, aber gut, die gibt es natürlich, aber das sind nicht die Entscheidenden. Das Entscheidende ist ja, dass Leute reingekommen sind, im Prinzip, die diesen Genfer Flüchtlingskonventionsrichtlinien einfach nicht entsprechen. Denn ein Flüchtling ist ganz klar definiert und die entsprechen dem nicht. Das heißt, man macht das Land frei für eine Einwanderung für Menschen, die einfach sagen, es soll mir besser gehen oder es soll mir nicht mehr so schlecht gehen. Und dann werden eben halt in die Sozialsysteme Einwanderungen quasi regelrecht aufgebaut, inszeniert durch sogenannte Migrationspakte. Und ich stehe manchmal da und frage mich dann, in Kürze wohnt der Deutsche im Zelt oder wie stellen die sich das vor? Wo bleibt da eigentlich das Konzept? Eine völlige Planlosigkeit. Ja, es wechseln ja auch immer die Begriffe zwischen Flüchtlingskrise und Migrationskrise. Ja.
Und das verschmilzt jetzt alles und verschwimmt wie die Milch im Kaffee, während man ja bis vor kurzer Zeit da noch deutliche Unterschiede immer wieder herausgearbeitet hat, sind es jetzt in den Mainstream-Medien meistens Flüchtlinge. Der Deutsche Städtetag sieht nach diesem, ich nenne es jetzt mal Migrationsgipfel, kaum Fortschritte bei der Bewältigung dieser Krise. Der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi ist enttäuscht. Wörtlich sagt er, die Unterschiede in den Positionen sind sehr groß. Er hofft auf eine Lösung, weil Ostern will man sich wieder zusammensetzen. Dedi sagt, natürlich wäre es besser, wenn es heute schon Verabredungen gegeben hätte, aber so weit sind wir nicht. Und ich glaube, wenn es eine Perspektive gibt für Städte und Gemeinden, dann seien sie jetzt auf dem guten Weg. Aber es gibt keinerlei Ergebnisse und die Positionen seien viel zu weit auseinander. Also man merkt, er eiert rum, er will auch jetzt nicht zu viel schon Feuer machen. Aber auf der anderen Seite ist die Kritik, die wird immer größer. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, ist überhaupt nicht zufrieden mit den Ergebnissen und sagt, wir brauchen dringend in Deutschland eine Entlastung für die, die die kommunale Verantwortung tragen. Und der Wohnraum für die zur Unterbringung von Flüchtlingen jetzt hergebrachten Menschen, der sei begrenzt. Es stünden nicht mehr genügend hauptamtliche und ehrenamtliche Helfer zur Verfügung. Und der Bund, der versucht zwar jetzt mit neuen Ankündigungen so zu beruhigen, aber viel komme dabei nicht heraus. Was hier für mich ganz interessant ist, ist, dass die Landkreise im Regionalbereich sind. Die machen sich Sorgen. Die machen sich Sorgen um ihre Menschen, um ihre Bürger. Die merken, dass sie geflutet werden und die merken, dass ihre eigenen Menschen, die sie kennen, wenn irgendwo ein Schützenfest, irgendein Dorffest, ein Weinfest ist, im Süden beispielsweise, dann trifft man sich, dann kennt man sich. Und so ein Oberkreisdirektor oder ein Landrat oder sonst etwas, der ist mit seinem Volk noch verbunden. Das ist das, was ich sage, was in der Regionalprinzipien Struktur das Entscheidende ist. Wenn ich mir eine Nancy Faeser angucke, die redet über so und so viel 100 Landkreise irgendwo in Deutschland und sagt dann nach dem Motto, okay, da bin ich Chefin, das sind für sie mehr oder weniger Nummern. Da ist keine persönliche Verbindung mehr da. Und wenn die jetzt so lange noch durchhält, Nancy Faeser, bis sie ihre Altersversorgung als Bundesministerin im Sack hat, und die hat sie schon, ja, dann steigt sie aus und kriegt sie ihr Geld zurück und sagt, nach mir die Sintflut. Hier haben wir wieder immer mehr Beweise, ist vielleicht ganz wichtig heute in dieser Sendung. Größe ist kein Qualitätsmerkmal, sonst würde eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Das hat mal eben halt Abraham a Sancta Clara, ein alter Augustinermönch, mal gesagt. Das ist wichtig. Wir müssen wieder klein in die regionalen Strukturen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr das System. Da mit dem Thema hast du es heute, Ja. ne? Ja, aber so ganz Unrecht hast du ja auch Nicht nicht. ganz Nein. Unrecht. Nicht ganz Ja, Unrecht. okay, du hast recht, Andreas. Das ist sowieso immer am besten zu sagen. Also vielleicht noch eine Stimme, dass der Deutsche Städtetag sich jetzt geäußert hat und zunehmende Spannungen befürchtet in der Nähe von Flüchtlingseinrichtungen. Es fehlt halt in erster Linie an Geld, nicht nur für die Unterbringung der Geflüchteten, sondern auch für zusätzliches Personal, wird hier nochmal bestätigt. Und es fehlt darüber hinaus, nach Ansicht des Städtetages, auch an Personal, auch bei Kita und Schulen, aber auch für so Hotspots, wo dann Migranten oder Geflüchtete hingebracht werden. Und die Integrationskosten, die man natürlich auch bezahlen muss für Kita, für Schule, die sind überhaupt noch nicht und wie es hier heißt, mit keinem einzigen Cent eingepreist. Das heißt, der Bund müsste die Kosten der Unterkunft in vollem Umfang übernehmen, sagt zum Beispiel der Oberbürgermeister von Heidelberg, der heißt Würzner. Und zudem müssten die Verfahren um die Unterbringung geflüchteter Menschen rechtlich vereinfacht werden. Andreas, mit anderen Worten, das schlägt ihnen über dem Haupt zusammen. Und die Leidtragenden sind natürlich in allererster Linie die Menschen, und zwar alle Beteiligten. Ja, genau. Sowohl die Migranten als auch die Altbewohner, die dort wohnten. Ich komme ja aus der Lüneburger Heide. Da gibt es ein kleines Städtchen Bad Fallingbostel. Das ist ein Landkreis Fallingbostel und
Ich bin dort groß geworden und Fallingbostel ist ein wirklich idyllisches, hübsches, kleines Städtchen mit der Böhme, wo man wunderbar spazieren gehen kann. Es ist wirklich fantastisch. Und dort gab es eben halt über viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dann schon beginnend englische Armeeangehörige, die dort gelebt haben in den Kasernen. Das hat sich gut eingebürgert. Da gab es auch relativ wenig Probleme. Natürlich, wo Soldaten sind, gibt es immer mal irgendwelche Auseinandersetzungen, ist es klar. Aber die haben natürlich auch viel Geld mit reingebracht in diesen Heideort. Und wenn ich mir heute vorstelle, dass diese ganzen Kasernen zurzeit genutzt werden, um dort beispielsweise die Migranten dort unterzubringen und wir mittlerweile ein Bild haben in dem Ort, in dem mehr Migranten sichtbar sind als ehemalige Einheimische. Und ich gehört habe von Einheimischen, dass sie sich abends nicht mehr auf die Straße trauen, dann macht mich das sehr traurig. Und diese Menschen, die ich sehe, das sind nicht Menschen, die jetzt schimpfen gegen die Einwanderer, gegen diese Migranten, sondern sie sind ganz klar kritisch mit der Politik, die solche Hotspots zulassen. Das ist für mich wirklich eine sehr traurige Situation, wo ich immer wieder nachdenke, das kann doch nicht wahr sein. Und die sitzen dann natürlich und lassen sich dann von dem Landtagspräsidenten vertreten, der dann ganz deutlich sagt, so geht es nicht weiter. Und wenn dann einer aufsteht und sagt, das ist alles Heuchelei, weil da vorne irgendeine Figur aus dem zentralistischen System eben halt steht, eine Sozialistin Faeser, und sagt nach dem Motto, so ist es halt, und wir machen da mal wieder irgendeinen Gipfel, um dann noch mal ein paar Tage rauszuschinden, um ihre Altersversorgung zu reden. Entschuldigung, ich bin ziemlich sauer, wenn ich so etwas sehe, wie mit den Menschen umgegangen wird. Denn die Eingewanderten dort in Fallingbostel sind ja genauso wenig glücklich. Und diese Spaltung, das ist eine Situation, die die Politik und die Parteien eben halt wirklich hervorragend hinbekommen haben. Ja, und bevor du jetzt richtig sauer wirst, Andreas, gehen wir ins Wochenende. Du bittest die Kapelle nochmal, dass die Musik macht. Und wir wollen wieder runterkommen, indem wir jetzt rausgehen. Du gehst zu Cindy ins Gewächshaus und ich werde zu Klaus und den anderen Hühnern gehen. Ihr Lieben, es sind sozusagen die Gefahren der letzten Tage der alten Zeit, vor denen wir stehen. Und auch hier immer wieder ist Wachsamkeit gefordert für jeden Einzelnen, um die Situation, in der er selber steht, einordnen, eventuell verändern zu können. Und auf der anderen Seite, wenn man selber alles auf den Weg gebracht hat, was man tun kann, damit es für einen selber besser wird, im Gottvertrauen bleiben. Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich freue mich, dass meine Gitarre gut gestimmt ist und ich euch hier etwas vorpfeife. Wie du das machst, du redest und pfeifst. Das können nur ganz wenige. Aber du auf jeden Fall. Ich kann's. Und jetzt gibt's auch noch einen Kaffee nebenbei.